Sprechen möchte ich darüber mit General AD Roland Carter bei mir im Studio. Eigentlich das Thema heute, die Zeitenwende. Guten Morgen. Lassen Sie uns ganz kurz aber auch auf diese Meldung aus den USA blicken. Was bedeutet das tatsächlich, wenn man sagt, es ging nur um den Druck aus Deutschland? Richtig sinnhaft ist die Lieferung nicht. Also ich kann dem Bundeskanzler, wenn ich das so darf, einfach nur recht geben. Dies war ein klarer Versuch, wieder mal seitens Putins, ein Keil zwischen die Allianz, also ein Keil zwischen die Amerikaner und die Europäer zu treiben. Und deswegen kann ich den Bundeskanzler voll verstehen. Und ich finde es absolut richtig, wenn er sagt, wir müssen auch in diesem Punkt Geschlossenheit zeigen. Und deswegen war es ganz besonders wichtig, dass hier aus rein politischen Gründen alle, diejenigen, die Kampfpanzer liefern können, auch Kampfpanzer liefern. Militärisch gesehen halte ich es für, und da hat der amerikanische Präsident oder sein Sicherheitsberater Sullivan völlig recht, militärisch gesehen halte ich es für äußerst schwierig. Wir haben mittlerweile mindestens 4 verschiedene Kampfpanzertypen dann auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine. Davon noch mal mindestens 3, wenn nicht 4 verschiedene Leopardtypen, die sich alle nicht voneinander massiv voneinander unterscheiden, vergleichsweise als wenn sie einen Golf 1 mit dem Golf 7 vergleichen, wo die Winterräder des einen nicht auf den anderen passen. Also das ist schwierig, aber politisch halte ich das für eine völlig richtige Entscheidung. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.